Hallo Freunde und willkommen zurück zu Metro 2033 Redux und willkommen zurück in der Waffenkammer. Wir sind nämlich noch immer hier, haben jetzt gerade eine Verkleidung bekommen und müssen jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Ich gucke jetzt natürlich mal so ein bisschen, ob ich das zweite Journal noch finde. Das erste habe ich schon. Haben wir ja am Ende der letzten Folge im Regal gefunden. Wie viel habe ich denn jetzt? 192. Okay. Sportfrei. Was ist damit? Diese Teufel könnten sich von oben heranschleichen und angreifen. Und bis dahin zermürben uns ihre Spione und bereiten die Invasion vor. Sehr gut. Alle Neuankömmlinge werden in ihre Käfige geschickt, bis sie freigegeben werden. Auf diese Weise können wir Verdächtige aussortieren. Okay, seid ihr fertig mit Quatschen? Gibt's noch was? Nee, gut, dann hau ich ab. So, hier sind die Medipacks, Filter, Messer, alles, bei Händler und so weiter. Probieren Sie aus und mal sehen. Der Zug fährt pünktlich ab und wartet nicht auf dich. Anpassung für das Teil. Zieloptik. Ja, welche nehme ich jetzt? Nachtsicht oder zweifach? Okay, dann haue ich mir mal die zweifache drauf. Das brauche ich nicht. Den kaufe ich mir aber mal. Und hier schauen wir mal, was gibt es denn noch? Vier Läufe habe ich schon. Ergogriff, Kolben. Das Laservisier brauche ich nicht. Was haben wir hier für Neues? Okay, hier könnte ich theoretisch die Infrarotoptik nehmen, aber ich nehme die Zweifachzieloptik. Und ich packe mir dort noch einen Schalldämpfer drauf. So, das soll auch erstmal reichen. Wir wollen nicht die ganze Kohle ausgeben hier. Für sinnloses Zeug. Hallo. So, das hier ist dieser Der beste Wechselkurs in der ganzen Wechselschuppen. Metro. Siehste? Dann haben wir in der Waffenkammer beide Journale, die wir brauchen. Ich komme jetzt hier aber irgendwie nicht mehr raus. Hallo? Er klettert die Leiter nicht hoch. Ich kann auch nichts drücken. Siehst du dieses Gepäckfach? Kletter hinein. Ah, okay. Ich muss jetzt hier meine Flucht arrangieren. Also, was meint ihr, Leute? Okay. Gehen wir, ja? Ich würde ja jetzt gerne sehen, wohin ich fahre, aber ich kann mich nicht umdrehen. Was mal dezent scheiße ist.
sicher da drin. Ich möchte nicht, dass er auf die Schienen fällt. Also, das ist keine erste Klasse. Aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Er würde direkt zur Lubjanka wandern. Und das ist eine Einbahnstraße. Okay, aufladen. Alles okay. Jetzt liegt es an dir. Viel Glück. Wir haben ja Zeit. Dann gönnen wir uns halt einen Schluck zu trinken. Okay, Kapitel 4. Boah, jetzt fangen die auch noch an zu singen, das ist ja fürchterlich. Autsch. Ey, Jungs, wartet's auf mich. Oder auch nicht. Mal sehen, ob sie hinten was gibt. Das würde mich jedenfalls nicht wundern. Oh ja, Gegner gibt's hier. Wo muss ich überhaupt lang? Ich muss eigentlich in die andere Richtung, habe ich mir gedacht. Feind ist nass! Du!
Da war das echt ein Typ mit Panzerung. Okay. Jetzt ist er kein Typ mehr mit Panzerung. So, aber das Gute ist, wir können uns jetzt hier hinten an der Stelle schön ausrüsten. Okay, aber ein Journal oder sowas liegt hier hinten jetzt nicht rum. Zumindest sehe ich keins. Das ist ganz doof gelaufen. Ja, das, ja. Das war dann jetzt eher doof. Ich weiß ja nun nicht, ob ich jetzt runter soll oder hoch oder wohin oder was auch immer. Ach, da ist der. Okay, wird nun wohl kaum was bringen, wenn ich anfange mit dem Ding jetzt hier rumzuballern. Außer vielleicht die Aufmerksamkeit der ganzen Gegner. Da habe ich jetzt hier nicht so wirklich Lust drauf. Wir schauen, ob wir hier noch irgendwas Nettes finden. Ja, ein bisschen was. Den lassen wir mal liegen. Okay, hier hinten geht es nicht weiter. Also werde ich doch runtergehen müssen. Oh.
ich muss mich ja jetzt hier irgendwo auch in Deckung bringen können. Oh, sehr schön. Ein paar Kugeln können ja nicht schaden. Kann ich hier jetzt noch irgendwo Mumpeln einsammeln? Nee, nur Gewehre. Doch, hier sind noch ein paar Kugeln. Okay, das ist dieser komische Lauf, der nicht überhitzt. Oder das Überhitzen so ein bisschen eindämmt. Okay, hier runter kann ich nicht. Bitte Leute, gebt mir ein paar Mumpeln. So, ist zwei, sind zwar jetzt auch bloß wieder zwei gewesen. Oder 13, glaube ich. Ah, da oben sitzt einer. Ah, ja, noch mehr. Hier liegt nix. Tja, du bist ja auch blind wie ein Maulwurf. Erstmal ein bisschen Strom ausgemacht. Ich muss nach da, also gehe ich erstmal nach da. Ach, das ist ein Schlafen. Okay, dann machen wir hier halt ein paar Exekutionen. Ah, da liegt ein Schlüssel. Ist ja jetzt so richtig viel zu holen. Ich glaube, das Ding hier hat beides, ne? Und es hat das... Nein, das ist die andere. Ich will meine wieder. Falsche Waffe. Ah, ein Nachtsichtgerät. Jetzt wird's geil. Und im Safe gibt's hoffentlich genug. Ja, ein bisschen Kohle. Die nehmen wir uns doch gerne mit. Ach nee, das sah aus wie eine Leiter eben. So, dann haben wir jetzt wenigstens ein Nachtsichtgerät. Das ist von Vorteil, da wir dort oben ja den Strom ausgestellt haben.
Und das dürfte auch beim Entdecken einiger Gegner ganz ein Scheißloch. Okay, da ist einer. Wo ist denn der jetzt hin? Bleib so, bleib so, bleib so. Tschüss. Das Blöde ist, jetzt sehe ich den Pfeil so gut wie nicht, solange ich das Nachtsichtgerät auf habe. Okay. Ich schleiche mich jetzt hier mal so ein bisschen geduckterweise durch. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es das ein bisschen einfacher macht. Scheiße, so weit kann ich nicht gucken mit dem Ding. Okay, hier geht's nicht runter. Den Panzer irgendwie? Nee, der ist sowieso hin, aber das Geschütz hätte man ja vielleicht noch mal irgendwie benutzen können. Verdammte Axt, das blendet schon so ein bisschen. Mist. Oh, das sind ganz schön viele. Wieso habe ich das Ding eigentlich die ganze Zeit aufgehabt? Okay, Schalte den Timer mal aus, aber ignoriere erstmal, dass er gebiepst hat. Und versuche jetzt erstmal hier ein bisschen voranzukommen. Und ein paar von diesen Typen hier noch loszuwerden. Oh. Da ist noch einer. Okay, ich glaube, die ein bisschen dichter dran waren, habe ich jetzt erstmal. Wie gesagt, ich werde jetzt... Uah,
Wow. Scheiße. Die mit ihren Kackschrotflinten, die machen wirklich ganz schön fiese Löcher. Und hier liegt schon... Kann ich das Ding hier nicht wegtreten? Alter, das stört. Der hat da oben so ein olles Lafettengeschütz. Welches ein bisschen sehr ekelhaft ist. Okay, der ist hin. Die Folge wird dadurch jetzt zwar ein bisschen länger, aber auf jeden Fall bin ich dadurch erstmal dann durch eine etwas schwierigere oder aufwendigere Passage durch. Hat ja auch was Gutes. Ist das ein Gegner oder ist das einfach nur eine Lampe? Das Ding, das blendet total. Jetzt ist er weg. So. Ah. So ein Kopfschuss kann nicht schaden. Kommen noch zwei. Okay, einer ist hin. So, der ist auch erstmal weg. Okay. Sehr gut. Wir haben erstmal einen Checkpoint erreicht. So, und ui. Ich glaube, das war weniger klug, auf das Ding zu schießen. Oder zumindest war es weniger klug, aus der... Boah, ich komme hier irgendwie nicht so wirklich... Boah, das ist eine ganz schlechte Deckung, in der ich hier sitze. Ah, okay, ich habe den Schützen von dem Ding abgeknallt. Sehr schön. Irgendwo lag doch hier gerade noch was Munitionsmäßiges. So. So. Oh, der hat da oben aber auch eine Bombe drin liegen, sehe ich gerade. Dieses Gelbe da, oder? Hm, ist ja auch egal, bin ich voll aufmunitioniert mit den Dingern.
Und da wir jetzt hier ein kleines bisschen sicherer sind, mache ich jetzt hier den Cut. Der Timer hatte sich ja schon gemeldet. Ich danke auf jeden Fall fürs Reinschauen, Reinstolpern, Kommentieren, Teilen und Liken. Bis zur nächsten Folge. Ich verabscheue mich.